Hier in so einem Ameisenbau leben viele hunderttausend kleine Ameisen. Die sind zwar winzig klein, aber es sind wahnsinnig viele. Und die haben eine Geheimwaffe, und zwar eine Carbonsäure, die Ameisensäure, mit der sie sich verteidigen. Und jetzt schauen wir doch mal, ob wir diese Ameisensäure auch nachweisen können. Ich habe hier wieder ein pH-Papier und das lege ich jetzt mal hier rein. Ich muss erst mit ein bisschen Wasser befeuchten. Und dann schauen wir mal, ob wir diese Ameisensäure auch nachweisen können. Und dann schauen wir mal, ob die wirklich Ameisensäure produzieren können. Also wir haben jetzt eine Ausnahmegenehmigung für wissenschaftliche Zwecke. Normalerweise macht man das nicht, denn die Ameisen stehen streng unter Naturschutz. Also was steckt hinter dieser Geheimwaffe Ameisensäure? Schauen wir mal, wie die Ameisensäure riecht. Ja, riecht auf jeden Fall stechend. Das ist schon mal ein guter Hinweis auf Ameisensäure. Und jetzt mache ich einfach mal den Blaukrauttest. Der funktioniert so, dass ich hier von dem Blaukraut einfach ein paar dünne Scheiben runterschneide. Und die kommen dann gleich hier in das Becherglas mit dem heißen Wasser. Und jetzt lassen wir das hier einfach ein bisschen ziehen und dann kriegen wir hier den Blaukrautsaft extrahiert und können damit dann den Test machen. So, jetzt haben wir hier das Blaukraut bzw. die Blaukrautlösung und das hat sich deutlich blau gefärbt. Und jetzt machen wir mal den Test mit der Ameisensäure und prüfen, ob sie wirklich sauer reagiert. Das würde man dann durch einen Farbumschlag sehen. Und jetzt schaut mal ganz genau hin. Ja, und das sieht man sehr schön, ganz klar, verfärbt sich rot. Und das ist sozusagen der Anzeiger, der Indikator, der jetzt sagt, das ist eine saure Lösung. Übrigens, Kaliumformiat, das ist ein Salz der Ameisensäure, spielt hier am Flughafen eine ganz entscheidende Rolle zum Enteisen der Rollbahnen. Es läuft so ab, dass der Gefrierpunkt herabgesetzt wird. Dadurch schmelzen dann Eis und Schnee und so ist dann ein sicherer und störungsfreier Betrieb möglich. So, jetzt schauen wir mal, was bei den Ameisen hier rausgekommen ist. Ich hole mal hier den pH-Streifen raus und der ist tatsächlich hier, wenn man sich das anschaut, auf jeden Fall orange-rot geworden. Das heißt, es ist also wirklich eine starke Säure, die diese Ameisen da produzieren. Und jetzt gibt es zum Beispiel sogar Wildschweine, die sich hier über so einem Ameisenhaufen hinstellen, um sich mit Ameisensäure bespritzen zu lassen, denn das schützt sie dann vor Parasiten. Und auch Imker setzen die Ameisensäure im Kampf gegen Milben ein. Die Ameisensäure ist also eine wirkliche Geheimwaffe.